Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Im Shumon Katoshu 122 steht der Fall, als der Buddha geboren wurde. Als der Buddha geboren wurde, zeigte er zum Himmel mit der einen Hand und zur Erde mit der anderen Hand. Dann ging er 7 Schritte im Kreis, schaute in jede der 4 Himmelsrichtungen und sagte: Über den Himmeln und darunter bin ich allein der Geehrte. Umon sagte: Wenn ich das zu der Zeit gesehen hätte, hätte ich ihn mit einem Hieb meines Stocks getötet und ihn an die Hunde verfüttert. Was wirklich erforderlich ist, ist, dass die Welt in Frieden ist. Roya Ekaku bemerkte: Umon diente mit ganzem Herzen den unendlichen Welten. Dies ist bekannt als die Vergeltung der Güte des Buddha. Hier wird erstmal der Geburtsvers des Buddha zitiert, natürlich der Legende nach. Bei allem, was möglich ist, aber aus dem Mutterleib entspringen und gleich 7 Schritte machen und dabei alles Mögliche sagen. So weit sind wir noch nicht. Obwohl im alten China wird berichtet, dass Lao Tse bereits mit grauem Haar auf die Welt kam. Und naja, mehr oder weniger schon 80 war es. Also müssen auch einige Wunder gefasst sein. Kurz und gut, der vollständige Vers heißt: Über den Himmeln und darunter bin ich allein der Geehrte. Die dreifache Welt ist voll Leiden. Ich bin es, der sie befreien wird. Und jetzt hören wir Umon da so respektlos drüber reden. Ja? Also, das scheint ein Problem der Zen-Meister zu sein, wenn die Heilignummer auftritt. Ja? Also sobald die fühlenden Wesen anfangen, sich von dem Heiligen in sich selbst zu distanzieren und das Heilige auf ein äußeres Objekt zu projizieren. In dem Augenblick schreiten die Zen-Meister ein. Ja. Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen, dass da einer ruft auf die Frage: Was ist der Buddha? Ein vertrockneter Scheißstock. Damit wird der Fragesteller darauf hingewiesen, dass zur Welt des Buddhas alle Aspekte des Lebens gehören. Und zwar auch gerade die nicht so wunderbaren. Ja. Und er wird darauf hingewiesen, dass seine Vorstellung von dem unerreichbaren Buddha, dass die ihn behindern, dass die Befreiung dadurch gestoppt werden kann. Und gerade im Zen ist es immer wieder wichtig,
wirklich nicht die Augen zu verschließen von der Möglichkeit, selbst der Buddha zu sein, selbst Avalokiteshvara zu sein. Auch wenn es mal unvollkommen ist, wie wir von dem Nashornfächer wissen, auch das Unvollkommene ist willkommen. Auch der unvollkommene Buddha, auch der unvollkommene Avalokiteshvara, eben Menschen wie wir hier alle, sind willkommen. Und trotzdem liegt es ein Stück weit so ein bisschen in unserer Hand, ob wir nun uns in leidhafter Weise begegnen oder ob wir uns in einer Weise begegnen, die unsere Energien hochbringt. Zu den 10 Silas gehört ja das letzte Silas. Sila, nicht die 3 Schätze des Buddha, nicht die 3 Schätze des, die 3 Juwelen lästern. Und damit sind gemeint die 3 Schätze Buddha, Dharma, Sangha. Ja? Die sollen nicht gelästert werden. Aber damit ist nicht gemeint, dass sie nicht hinterfragt werden dürfen oder befragt werden dürfen oder dass man sich damit auseinandersetzt. Hier sieht es so aus, als ob Omon den Buddha lästert. Hätte ich gleich auf der Stelle umgebracht. Der bringt doch nur Unfrieden in die Welt, ja? Na? Also er sagt, der Buddha so verehrt, das bringt Unfrieden. Den Buddha in sich selbst entdecken, das bringt Frieden. So interpretiere ich jedenfalls seine Aussage. Und diese 3 Schätze, die werden ja bei jedem Besuch im Doksan-Raum, aber auch abends, wenn wir Sampai machen, uns in Erinnerung gerufen. Wenn wir durch die Tür des Doksan-Raums treten, machen wir eine erste Niederwerfung. Wir erinnern uns daran, dass ein Buddha zu sein unser mitgegebenes Potenzial ist. Dass wir das jederzeit aktivieren können und dass wir jederzeit da vorankommen können. Dann gehen wir zum Lehrer nach vorne, machen das nächste Sampai. Da erinnern wir uns an die Gesetze des großen Lebens, an Dharma. Und die sind auch Gegenstand der Interviewsituation, die dann als nächstes folgt. Ja? Es geht darum, um die Gesetze des großen Lebens. Und das sind Dinge, die wir demütig, freudvoll, wie auch immer, ansprechen und von denen wir halt bewegt sind. Ja? Und dann ziehen wir uns schließlich aus dem Gespräch zurück, machen noch einmal Sampai in der Tür und dann gehen wir zurück in die Gemeinschaft der Übenden, Sangha, der 3. Schatz und wie ich finde, der wichtigste Schatz. Und wenn ich unsere Sangha jetzt hier anschaue und spüre, so wie sie am 5. Tag unseres Übens jetzt verfasst ist, dann möchte ich sagen, mein Herz ist sehr tief bewegt von der Art und Weise, wie wir im Augenblick miteinander umgehen und miteinander sind. Und was mich da so berührt ist, dass die Sangha so ein Feld schafft, durch natürlich auch unsere Übung im Rohatsu, wo wir ja üben, ein Herz werden, Sesshin, ein Herz werden. Das üben wir ja. Aber es ist ja kein Programm, was wir uns einschmeißen oder was man so digital abrufen kann. Sondern das ist ja wirklich Übung, wie wir im Zen sagen, mit Körper und Geist, ja? Mit ganzem Herzen.
was im Sanskrit aus vollem Herzen bedeutet. Ja, wenn einander sagt, wir wollen aus vollem Herzen den Wesen im Universum dienen, im Surangama Sutra, dann wird dieses aus vollem Herzen, dieses Engagement, das wird in der Zen-Literatur immer übersetzt mit Körper und Geist. Also wir versuchen, Körper und Geist zusammenzubringen, nicht nur irgendeine Illusion zu haben, sondern wirklich mit allem, was wir haben, in die Übung zu gehen. Ja, und wir üben hier also Rohatsu Sesshin. Und wir bewegen uns hier im Sangha-Kontext. Und was mich so berührt ist, wie die Einzelnen sich in diesem Kontext bewegen. Wir alle haben ja auch mit unserem sogenannten Ego zu tun, also der Instanz in uns, die Grenzen zieht, ja, und sich selbst so als abgegrenzt erfährt. Aber hier in unserer Sangha habe ich das in den letzten Tagen so wahrgenommen, dass wir in gewisser Weise entgrenzten persönlichen Raum der Sangha eintreten und dass dadurch eine positive Erfahrung des Nicht-Ichs auftritt, wo man so mitfließt mit dem, was hier in der Sangha ist, wo jeder so unauffällig die anderen doch im Blick hat und genau das tut, was er gerade verantwortlich tun will, sei es nun die Glocken schlagen oder Essen reichen oder Tee geben oder ganz einfach hier sein, präsent sein, sein Herz aufmachen und sein Metta hier in die Runde geben. Und das ist für mich so spürbar geworden, dass mich eine Art, Traurigkeit durch die Berührtheit von dieser Schönheit gestern erfasst hat. Ja. Ich war so berührt, dass das bei uns möglich ist, dieses Zusammenfließen, dass auch Trauer in mir hochkam, dass es außerhalb unserer Übungsgemeinschaft manchmal nicht so möglich ist. Ja. Dieser Kontrast ist mir so aufgefallen in dem Moment. Und ich bin so glücklich, dass wir hier uns den Raum nehmen, um unsere Herzkräfte zu kultivieren. Unser Herz ist ja der Bereich, die Intelligenz in uns, in der sich das Feld des Mitgefühls festmacht. Ja, unser Herz ist ja nicht nur eine Pumpe. Das ist zwar die Auffassung mancher Kardiologen. Und wenn man da nach Bad Oeynhausen kommt und Probleme mit dem Herzen hat, da kann die Herzchirurgie schon heute ganz gut digital gesteuerte Ersatzpumpen da einbauen. Ja. Was dann mit dem Mitgefühl geschieht, weiß ich nicht genau, wenn diese Pumpe am Laufen ist. Ja. Man kann hoffen, dass der Herzraum einen gewissen Nachhall hat und trotzdem das Mitgefühl zulässt, ja, auch wenn da so eine Pumpe einem eingebaut wird. Ich finde es sehr interessant, dass wir durch unser Herz die Möglichkeit haben, den ganzen Körper auch zu fördern. Das Herz ist ja durch den Blutstrom, der übrigens immer noch den Salzgehalt der Urozeane hat und damit alle Zellen des Körpers beglückt, ja. Dieser Blutstrom, mit dem ist das Herz über den Puls schon mal mit allen Zellen in Verbindung unseres Körpers. Ja. Aber unser Herz
das hat noch ganz andere Möglichkeiten, sich mit uns zu verbinden. Na, die Seite mal wieder nicht dabei. Also. Doch, hier versteht. Also, man kann sagen, das Herz kommuniziert mit dem ganzen Körper, aber vor allem auch mit unserem Gehirn auf vier Wegen, nämlich über das Nervensystem. Das Herz hat ein eigenes kleines Gehirn, könnte man sagen, Nervensystem. Biochemisch über die Hormone, die das Herz beeinflusst, ja. Dann biophysikalisch über den Puls, den Herzschlag und energetisch über das elektromagnetische Feld des Herzens. Es ist interessant, dass das elektromagnetische Feld des Herzens eine viel größere Reichweite hat als das elektromagnetische Feld unseres Gehirns. Ja? Und dass wir über das Herz auch viel mehr aufnehmen an Kommunikation, die eben herzfähig ist oder herzgängig ist. Heute habe ich da Christiane einem spontanen Impuls meines Herzens vor eine Tasse Tee angeboten und sie sagte, gerade habe ich gedacht, ich würde gerne eine Tasse Tee trinken. Das ist dieser Austausch, den ich meine. Von Herz zu Herz, es ist keine Fiktion oder sowas, ja. Nee, das läuft hier in unserer Sangha, wie soll ich sagen, halbwegs automatisch oder sowas. Von elektromagnetischem Feld zu elektromagnetischem Feld könnte man so sagen. Nee, von Herz zu Herz. Es geht einfach von Herz zu Herz, ja. Und indem wir diesen Raum dafür schaffen, dass dieser Kontakt möglich ist, erleben wir es auch. Wir erleben es hier in unserem Zusammensein. Auf eine ganz natürliche, spontane und in gewisser Weise unauffällige Weise. Ich bringe ja immer das Beispiel von dem Pearsall. Das ist so ein Kardiologe gewesen, der auch Herzoperationen durchgeführt hat und der eben in besonderer Weise auf die elektromagnetische Reichweite und die Intelligenz des Herzens hingewiesen hat. Ich meine, der ist Chirurg gewesen und hat da Herzen verpflanzt und so. Und da hat ihn interessiert, was wohl mit den Menschen, die jetzt ein unbekanntes Herz eingepflanzt bekommen haben, was mit denen denn nun passiert. Er hat die da weiter beobachtet, ja. Nun hat er festgestellt, nach manchen Herztransplantationen wurde ein Mozart-Fan plötzlich Hip-Hop-Interessent, ja. Und verlangte davon, dass da Raps und Hip-Hops aufgelegt wurden. Und bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, er hätte eben das Herz eines Hip-Hop-Fans implantiert bekommen. Ja. Da kann man jetzt heutzutage nicht so wählen. Ne? Ich hätte gerne so einen Mozart-Fan implantiert. Das geht leider noch nicht. Ja. So, solche Sachen hat er untersucht und das spektakulärste Phänomen, auf das sie gestoßen sind, ist, dass ein Mann mit einem neu implantierten Herzen die ganze Zeit in Träumen, aber auch im Wachzustand Bilder gesehen hat von einem Mann, der ihn angreift, um ihn umzubringen. Und das wurde dann schon mal therapeutisch behandelt. Ja, die haben gedacht, naja, das ist ja ein krasser Eingriff und so. Der hat vielleicht auch traumatische Auswirkungen und da muss man mal therapeutisch rangehen. Und dann haben sie den therapeutisch bearbeitet. Aber die Bilder
hörten nicht auf. Er hatte immer wieder, und er sah eine ganz konkrete Gestalt, ja. Und schließlich stellte sich heraus, er hatte das Herz eines Ermordeten eingebaut bekommen. Und den Täter hatte man noch nicht gefunden von diesem Menschen, der da umgebracht worden war. Und die Polizei kam auf die Idee, wenn der da immer so ganz konkrete Bilder sieht, vielleicht kann man mal so ein Phantombild machen von dem, wie er da, was er da so sieht. Ja. Und da hat man ein sehr konkretes Phantombild gemacht von dem, was seinem Herzen an Bild erschienen ist. Ja. Und der Clou der Geschichte ist, dass mithilfe dieses Phantombildes der wahre Mörder da gefunden wurde, von der Person, die umgebracht wurde. Also wir können unser Herz gar nicht hoch genug einschätzen in seiner Sensibilität und auch seiner Wahrnehmungsfähigkeit. Und das andere Beispiel, was er berichtet, ist, dass er eben auch die elektromagnetische Reichweite der Herzzellen untersucht hat. Und der Versuch dazu, der sieht so aus, dass man dem lebendigen Herzen zwei Zellen entnimmt oder mehrere Zellen, aber jedenfalls zwei von denen tut man in zwei getrennte Petrischalen. Das sind Schalen mit Nährlösung, also biochemische Schälchen, so kleine Glasschälchen, in denen man diese Zellen am Leben halten kann. Ja. Also da hat man solche Zellen reingetan und ja, dann war die interessante Frage, wie stehen diese beiden Zellen denn jetzt in Verbindung? Und die pulsen ja weiter. Ne? Und dann hat er sich gefragt, was ist, wenn man den Herzrhythmus der Zwillingszelle, sage ich mal, desselben Herzens, wenn man die jetzt stört und nimmt die den Puls der anderen Zelle wieder auf oder bleibt die dann in ihrem eigenen Rhythmus? Und man hat festgestellt, dass nach kurzer Zeit die gestörte Herzzelle wieder den ursprünglichen Rhythmus aufgenommen hat, beziehungsweise denselben Rhythmus der Nachbarzelle. Und da hat man überlegt, wie weit ist denn nun die Wirkung? Wie weit können sich die Herzzellen wieder synchronisieren? Und dann hat er mit 20 Zentimetern und solchen Entfernungen angefangen. Und dann hat man die immer weiter auseinandergenommen und immer wieder das Experiment wiederholt. Was passiert, wenn ich die eine oder die andere störe? Wie lange braucht es, bis die sich wieder in Gleichklang bringen? Tun sie das überhaupt? Und so weiter. Und man hat die Entfernung immer weiter vergrößert. Und bei einer Entfernung von 75 Kilometern Abstand hat man das Experiment abgebrochen, weil die Herzzellen sich immer noch wieder synchronisiert haben auf diese weite Entfernung. Also unser Herz ist nicht zu unterschätzen. Und wir haben ja so ein Setting in so einem Session, da ist da auf der einen Seite so etwas wie eine Aufforderung zur Selbstdisziplin. Ja, die geht manchmal so ein bisschen einher auch mit, sagen wir mal, äußerer Disziplin, die uns abverlangt wird. Wenn man in Japan am Session teilnimmt, dann kriegt man da so ungefragt den Kesaku angeboten, ja, und das soll einem alles zur Wachheit verhelfen, ja, aber man könnte auch manche Runde da ganz gerne drauf verzichten. Ja. Es ist nicht so, dass man so ein absolutes Verlangen nach diesem Erlebnis hat. Ja. Es wird einem aber trotzdem
jede Sitzrunde angeboten. Und okay, ja, dann werden auch im Training einfach bestimmte Abläufe trainiert, die die innere Disziplin unterstützen sollen, aber die auch äußere Disziplin anwenden, verlangen. Also es ist teilweise subtil. Man wird morgens um 3 geweckt, hat 5 Minuten Zeit, das dünne Eis auf der Schale vom Klo kurz einzuschlagen, etwas in Windeseile sich die Zähne zu putzen, zurückzugehen, Koromo alles anzuziehen. Dann steht man da und dann klingelt schon die Glocke und dann geht es auf. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo man als Westler die Großzehschleife der vor einem liegenden Sandale treffen muss. Und zwar gleich mittendurch. Wenn das nicht gelingt, dann verhasselt man sich mit diesen verdammten Scheißsandalen und hält den ganzen Laden auf. Ja? Alle anderen hinter einem trampeln schon unruhig und so. Kriegst, und dann kommst du die Treppe nicht schnell genug rauf. Und da hast du es mit der Treppe geschafft, aber dann ist deine Achtung so durcheinander gebracht, dass du mit als Europäer aufrecht gehst, was Japaner sich leisten können, aber was man als Europäer im Tempel nicht machen kann, weil da im Dunkeln Balken sind, wo der Kopf ist. Ja? Und dann knallst du dagegen und so. Also es kann einen schon manchmal sehr herausfordern, was da auch an äußerer Disziplin einem manchmal abverlangt wird. Ja? Aber der entscheidende Punkt ist natürlich die innere Disziplin. Und die innere Disziplin, die brauchen wir, um zu bestehen in diesem ganzen Arrangement, was sich da im Kloster da tut. Und dazu dient eigentlich, uns die ganze Zeit in so einer Art Achtsamkeit zu halten. Ja. Für mich war das so, das Training im Kloster hält dich auf dem Grat zwischen Hölle und Paradies. Und du entscheidest letztlich, wie du das wertest, wenn du zu der einen oder zu der anderen Seite, sagen wir mal, abstürzt. Ja? Du kannst dann sagen, ich bin jetzt hier im Paradies gelandet. Du kannst auch sagen, ich bin jetzt hier in der Hölle gelandet. Und es ist interessant, das zu sehen, dass man das selber entscheidet. Es wird deutlich, dass die eigenen Konzepte darüber entscheiden und dass wir eine Entscheidungsmöglichkeit haben, welchem Konzept wir folgen wollen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich zurzeit morgens in dieses kalte Wasser da beim Schinner springe. Und das Erste, was ich mir klar gemacht habe, ist, warm und kalt ist ein Konzept. Ja? Wenn man das weiß, dann sagt man nicht, also meine Grenze ist jetzt so und so, ja? Sondern dann sagt man, okay, ich kann mich für eine Grenze entscheiden. Es ist mein Geist, der diese Grenze setzt. Ich kann die aber auch anders festlegen. Und ich habe mich da einfach mal entschieden, die anders festzulegen. Und Dieter hat mich ja zweimal begleitet. Ein herrlicher Sprung in dieses kalte Wasser, ja, dann eine Runde Rückenschwimmen, wieder rauskommen und man fühlt sich wie ein junger Gott. Also es ist ganz herrlich, der Körper ist erfrischt durch und durch und da weht zwar noch ein Wind, aber der macht an gar nichts. Ja. Irgendwie schießt so eine Art innere Wärme in einem auf. Ja. Also es ist irgendwie eine super Übung, um zu sehen, dass die Grenzen, die man sieht, nicht da sind, aber vor allem, um sich zu erfrischen und zu beleben. Ja. Es ist Lebendigkeit pur. Und sowas habe ich im Kloster auch immer wieder erlebt.
Situationen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt das Ende der Welt und vor allem das Ende meiner Gesundheit, die waren dann plötzlich mit solchen Erfahrungen ausgefüllt. Beispielsweise über längere Strecken Takohatsu in Eis und Schnee zu gehen. Ja? Da bindest du dir so ganz dünne Sandelchen, so kleine, mit so einer Hanfleine oder sowas. Da schlingst du eine Schlinge um deinen großen Zeh und dann versuchst du unter deinem Fuß so ein, unter deiner Fuß so eine Art Gewebe hinzukriegen, indem du das so ein bisschen hin und her flichtst. Und das Gewebe ist tatsächlich so dick, dass die Fußsohle so einen Millimeter oder so oder zwei über den Boden gehoben wird, ja. Aber man hat immer noch den vollen Erdkontakt. Also man braucht nicht befürchten, dass man den Kontakt zum Boden dadurch wirklich verliert. Ja, im Gegenteil, er ist sehr intensiv. Mit diesen mini dünnen Sandalen, hätte ich fast gesagt, diesen dünnen Sohlen, da geht es dann los. Man hat den großen Hut auf, ja, und ruft dann Hohi und dann zieht man los durch die Straßen und so. Bei Frankie im Haus ist ein schönes Bild von eurem Takohatsu in Hamamatsu. Da gehen sie da über die Straße, Stock und Stein. Und wir sind halt da vor allem im Winter über Schnee und Eis gegangen. Und was mich überrascht hat, war, wie warm ein ist. Das ist echt. Das ist eine Vorstellung, dass es kalt sein muss. Ja? Nee, es war herrlich warm. Nur vor so einem blöden Kaufhaus, da war so eine Eispfütze. Also die war echt kalt. Aber also der Schnee als solcher oder das Eis, kein Problem. Ja? Also, und das war so beglückend zu sehen. Wir gehen da durch die Natur und so über Kilometer und herrliche frische Luft und wir können das auf diese Weise machen. Der Körper ist voll angesprochen und lebendig, ja. Und diese Erfahrung kann man eben nur dann machen, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man von vornherein sagt, oh Gott, das bringt mich um, dann geht man ins Leiden und verliert so ein Stück Zugehörigkeit da am Kloster und ist irgendwie nicht schön. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man merken, die geistigen Grenzen lässt man hinter sich und an die Stelle tritt lebendige Erfahrung. Und das ist etwas, was uns das Zen schenkt, ja, wenn wir dem uns aussetzen. Und dann gibt es immer diese Aufrufe, ja, gib dein Bestes und nicht Hakuin. Ihr habt ja gehört, wir lesen immer abends vor und so. Und dann ist man so in einer gewissen Schockstarre, ja. Hört man da ja 90 Tage, 100 Tage, 120. Und dann wird es plötzlich plopp machen und dann ist das Kensho da, ja. Wer es glaubt, wird selig, ja, also. Wir haben da keine richtige Lust, uns darauf einzulassen. Wir möchten gerne auch eine andere Dimension erleben. Und die andere Dimension, die ist auch sehr wichtig, nämlich die andere Dimension ist die einer akuten Selbstfürsorge. Ja, das brauchen wir auch im Session. Wir brauchen auch die Möglichkeit, wirklich ganz den Blick nach innen zu wenden und zu gucken, was läuft hier bei mir ab? Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Wie kann ich für mich sorgen? Ne, oft ist der Sitz ein bisschen herausfordernd. Dann kann man sich durchaus fragen, wie will ich denn sitzen? Wie geht es mir besser? Wie kann ich anders atmen? Und so diese Art von Forschung ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und was eben vor allem wichtig ist, ist die Erforschung unseres eigenen Herzens. Was ist denn da drin lebendig? Wie lebt das Mitgefühl in mir? Wie lebt das Mitgefühl mit mir selbst? Und wie lebt das Mitgefühl mit anderen?
Und wie lebt das beides zusammen in mir? Sowohl als auch. Ja, großes Thema. Ja. Wie kann ich gut zu mir sein? Wie kann ich gut zu anderen sein? Und muss ich da eine Prioritätenentscheidung treffen? Oder ist das wie so eine Achtbewegung so im Unendlichen, dass ich beide Pole fortwährend umfangen kann? Also das ist etwas, was unserer Forschung nach innen mehr so entspricht. Und ich hatte euch ja berichtet, dass ich da in letzter Zeit ein bisschen Stress habe mit meiner Gemeinschaft Lebensgarten, in der ich mich zeitweise super wohl gefühlt habe und wo ich jetzt manchmal mich frage, ob das noch mein Zuhause ist und mich dann natürlich bekehre, dass es mein Zuhause ist, weil ich noch nicht mit dem Herzen drauf geschaut habe. Ja. Das könnte man ja auch tun. Ne? Und Christiane hat mir da noch wichtige Anregungen gegeben, so einen kleinen Zettel in Doxon-Raum gelegt. Also wie man den Projektionen, die mir da begegnen, wie man sich denen aussetzen kann, mit welcher Draufschaumöglichkeit und so weiter. Ja? Und dass man in Verbindung bleiben kann. Und was ich eben vermisse im Augenblick, ist Wertschätzung dessen, was meine Aufbauleistung da im Lebensgarten ist und vor allem mein Einsatz für Zen. Und da kriege ich zurzeit kein positives Feedback, jedenfalls von manchen Leuten nicht, die mich im Augenblick, wie ich schon gestern erzählt habe, manchmal in Ärger bringen können. Naja, und da habe ich eine wunderbare Therapeutikum zur Seite, was mich unterstützt. Und das stammt von meiner Tochter Hanna. Die hat mir nämlich so vor einem Jahr oder sowas, hat sie mir ein Herz geschenkt, ja. Und das seht ihr hier so äußerlich, so Bilder, ne, auf diesem Herzen. Ne. Aber das Schönste ist in diesem Herzen drin. Da steht nämlich Folgendes. Lieber Papa, ich wollte dir nur einmal Danke sagen. Danke für alles. Ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du mein, unser Papa bist. Danke, dass du immer für mich da bist, auch wenn du so viel zu tun hast und so viele Leute immer von dir irgendetwas wollen. Danke, dass du mir immer zuhörst und so viele Ratschläge gibst. Du bist der Fels in der Brandung, an dem ich Halt finden kann, der stark und fest am Boden steht. Ich liebe es, wie ruhig du an schwierige Themen rangehen kannst und den Überblick behältst. Auch wenn es einige vielleicht komisch finden, dass du älter bist als die meisten Eltern. Das ist das Problem, wenn ich in der Schule auftauche, sagen die, du, dein Opa wartet da vorne schon. Okay. Also, dass du älter bist als die meisten Eltern. Ich finde das super. Denn du hast schon so viel erlebt und kennst dich so gut aus, dass du mir in jedem Fach, zum Beispiel in der Schule, helfen kannst. Auch wenn ich das vielleicht nicht immer zeige, du bist ein Vorbild für mich. Jetzt, wo ich älter werde,
fangen mich auch viele Sachen, die du machst, wirklich an zu interessieren. Deshalb würde ich auch gerne mal bei einem gewaltfreien Kommunikationskurs mitmachen. Ich bin auch dankbar dafür, dass du das mit uns immer aushältst, obwohl wir gerne mal unordentlich sind. Ich weiß, dass dich das sehr nervt. Danke, dass du so entspannt bist, wenn, wie neulich zum Beispiel, Philipp einfach mal spontan vorbeikommen will. Das schätze ich sehr an dir. Und danke, dass ich so einen außergewöhnlichen Papa wie dich haben kann. Wer hat schon bitte einen Vater, der Zen-Meister ist, ein Haus in Kanada gebaut hat, der 6 Kinder hat mit vielen Enkelinnen und Enkeln und der einen so schönen Ort wie den Lebensgarten mitgegründet hat? Genau, keiner! Nur wir. Und das ist super. Ich freue mich auch schon, so wieder mit dir nach Kanada zu fahren und so weiter. Du bist einfach der beste Papa, Tatzi. Tatzi ist übrigens eine Wortschöpfung meiner Zwillinge. Meine Enkelin Mai, die nennt ja ihren Vater Tata, kroatisch, ja. Tata. Und wenn die dann zusammen sind, dann hören die das immer und dann haben die auch schon angefangen, zu mir Tata zu sagen, meine Kinder. Und dann hatten die eine Zeit lang so eine besondere Verniedlichung drauf. Hanna wurde nicht Hanna genannt, sondern Hanski und so weiter. Und da haben sie mich dann umgetauft in Tatzi. Und das ist jetzt mein Vatername zu Hause. Und der hat es auch schon auf so eine Porzellantasse gebracht. Ja. Ist dann klar, da ist mein Kaffee drin. Ne? Die Tatzi-Tasse. Gib mal die Tatzi-Tasse her. Ja, ich habe mir und euch das vorgelesen, weil mich das so dermaßen berührt hat, dass meine Tochter Hanna mir so ein süßes Feedback gegeben hat. Und das lässt mich hoffen, wenn schon so ein Kind, ja, dazu fähig ist, dann glaube ich, gibt es auch noch mehr Menschen in meiner Gemeinschaft, die in der Hinsicht mal ein Fenster aufmachen können. Okay, hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.